Dear brothers and sisters, in the Nicene Creed, the Church is called holy, Catholic, and apostolic. Holy means being in communion with God. Catholic means being in community with one another. Apostolic means being in communication with the world. So I am glad for this ecumenical celebration. It is a step to forwards, a common living communion. We travel different journeys in our spirituality and our history and in our cultures, but we have a common faith in Jesus Christ, who is verbalized, Christ is risen. Prions. Dieu puissant et éternel, par la victoire de ton Fils sur la mort, et en ces jours, tu nous as ouvert les portes de la vie éternelle. Amen. Lieber Bischof Harald, liebe Mitchristen aus vielen Traditionen, weit herum hat's in dieser Nacht geklungen. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Christe resuscite, Christos anesti, Christos voskresse. Und in vielen, vielen, vielen anderen Sprachen. In unserer Kirche in Gümligen haben wir bis morgens um 3:30 mit der äthiopischen Gemeinde zusammen gefeiert, gesungen, getanzt und anschließend haben sie gegessen nach einem langen Fasttag. Ostern wird sehr verschieden gefeiert. Heute fällt nun Ostern in den westlichen und orientalischen Traditionen zusammen. Wir wissen selten genug. Schön wäre es, wenn wir dem Ruf des Papstes entlang gehen könnten und gemeinsam feiern in Zukunft, wie er 2015 angekündigt hat. Wir werden sehen. Die Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im Kanton Bern nimmt diesen Datumszusammenfall zum Anlass, gemeinsam in einer Kirche zusammenzukommen. Hier in der christkatholischen Kirche Peter und Paul. Hier wird ja seit langem eine offene Tradition der ökumenischen Gastfreundschaft gepflegt. Und dafür möchte ich an dieser Stelle einmal ganz herzlich danken, euch von der christkatholischen Kirchgemeinde hier in Bern. Ein Dank geht natürlich auch an die beiden Pfarrpersonen, Annemarie Kaufmann und Christoph Schuler, und Jan Straub, den Sigristen, hier und sein ganzes Team. Danken möchte ich schon jetzt Dorothea Losli, dass sie heute die Festpredigt für uns halten wird. In a moment of silence, in einem Moment der Stille, we'll remember those who were attacked in the middle of their joy on Palm Sunday in Egypt. Wir denken an jene, die durch die Attentate in Ägypten vor einer Woche mitten aus der Freude des Palmsonntags gerissen wurden. But we'll also remember all those who try to cross borders and oceans to find a living and don't succeed. Wir denken auch an jene, die Grenzen und Ozeane überqueren auf der Suche nach Leben und dabei so oft das Leben verlieren. Trotz allem, das Osterlicht leuchtet und das Osterlicht entzünden, das wollen wir mitten in der Dunkelheit. Davon wollen wir aus verschiedensten Kirchen und Gemeinschaften Zeugnis ablegen, die Kerzen weitertragen in unseren Alltag und in unser Leben. Und mit Kurt Martis Antwort auf die Frage nach der Auferstehung möchte ich uns allen noch einmal frohe und gesegnete Ostern wünschen
trotz allem, was uns beschwert. Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt. Die Auferstehung derer, die leben. Ich weiß nur, wozu er, Christus, uns ruft. Zur Auferstehung heute und jetzt. Und zu dieser Auferstehung heute und jetzt sind wir alle gerufen. Lassen wir uns rufen und gemeinsam auf den Weg machen. Stimmen wir alle ein ins Lied und stehen dann nachher dazu auf. Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingeborenen Sohn. Wir singen das Lied, die eine Strophe das Lied in den drei Sprachen, die da abgedruckt sind. Wie gesagt, zum Singen bitte ich Sie aufzustehen. Thank you.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns jubeln und uns freuen an ihm. Wir singen das Magnificat, den Lobgesang der Maria, mit dem Lied »Hoch hebt den Herrn mein Herz und meine Seele«. Évangile selon saint Jean. Marie était restée dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, ce qui signifie maître.
Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Gospel according to John. But Mary stood weeping outside the tomb. As she wept, she bent over to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had been lying, one at the head and the other at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabuni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not hold on to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'" Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. Evangelium von der Begegnung des Auferstandenen mit Maria von Magdala. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in der Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: "Frau, warum weinst du?" Sie antwortete ihnen: "Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat." Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: "Frau, warum weinst du? Wen suchst du?" Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: "Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen." Jesus sagte zu ihr: "Maria." Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: "Rabuni." Das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: "Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: "Ich habe den Herrn gesehen." Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
І катуміна сабута на розсамване, первия ден на седмицата, дойде Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето и пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепереха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: «Не бойте се! Зная, че търсите разпнатия Иисуса, няма го тук. Той възкръсна! Както беше казал, дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро тълбадете на учениците му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея, там ще го видите. На, казах ви, и като излязоха бързо от гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: «Радвайте се!» А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: «Не бойте се, идете и обадете на братята ми, да идат в Галилея и там ще ме видят». በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን ማርያም መግደላዊት ማለዳ ገና ጨለማ ሳለ ወደ መቃብሩ መጣች። ድንጋዩ ከመቃብሩ ተነስቶ አገኘችው። ፈጥና ወደ ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር መጣ። ጌታ ከመቃብር ወስደውታል፣ ወዴት እንደወሰዱት አላቀም አለቻቸው። ጴጥሮስም ሌላው ደቀ መዝሙርም ወጥተው ወደ መቃብሩ ሄዱ። ሁለቱም በአንድነት ሲሮጡ ያ ሌላው ደቀ መዝሙር ጴጥሮስ ቀድሞት ወደ መቃብሩ ደረሰ። ጎንበስ ብሎም ሲመለከት በፍታው ተቀምጦ አየ፣ ነገር ግን ወደ ውስጥ አልገባም። ስምዖን ጴጥሮስ ተከትሎ ደረሰና ወደ መቃብሩ ገባ። በፊትም በአንድ ወገን ተቀምጦ አየ። በራሱ ላይም የነበረው መጠምጠሚያ ሳይቃወስ ለብቻው ተጠቅልሎ አየ። ከጣል ነበረ። ከዚህ በኋላ አስቀድሞ ወደ መቃብሩ የደረሰው ሌላው ደቀ መዝሙር ገባ። አይቶ ማመነ። ከሙታን ተለይቶ የተነሳ ዘንድ እንዳለው በመጽሐፍ የተጻፈው አላወቁም። ማርያም ግን ከመቃብሩ በስተውጭ እያለቀሰች ቁማ ነበር። እያለቀሰ ወደ መቃብሩ ጎንበስ ብላ ተመለከተች። ሁለት መላእክት ነጭ ልብስ ለብሰው የጌታ ኢየሱስ ሥጋ በነበረበት ቦታ አንዱ በራስጌ አንዱ በእግሬ ተቀምጦ አየች። ከዚያ መላእክትም አንቺ ሴት ምን ያስለቀሰሻል አለቻት። እርሷም ጌታ ከመቃብር ውስጥ ወስደውታል፣ ወዴት እንደወሰዱት አላቀም አለቻቸው። ይህም ተናግራ ወደ ኋላ መለስ ስትል ጌታ ኢየሱስም ቁሞ አየች። ጌታ ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም። ጌታ ኢየሱስም አንቺ ሴት ምን ያስለቅልሻል? ምንስ ያሳዝንሻል? አላት። እርሷ ግን የአትክልት ቦታ ጠባቂ መስሏት ጌታ አንተ ወስደው እንደሆነ ሂጄ እንዳወጣው ሽቱ እንድቀባው ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ አለችው። ጌታ ኢየሱስም ማርያም አላት። እርሷ መለስ ብላ በዕብራይስጥ ቋንቋ ረቡኒ አለችው። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። وأما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين
بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها يا امرأة لماذا تبكين قالت لهما أنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين فظنت تلك أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Wurden die Frauen am Grab Jesu gefragt, als sie am frühen Morgen bei der Gruft waren, den Leib nicht fanden und ratlos vor dem leeren Grab standen. In allen Evangelien spielt das leere Grab Jesu am Ostermorgen eine wichtige Rolle. Ja, es ist ganz wesentlich, ob es leer war. Denn schließlich gründet unser Glaube darauf, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Allerdings lässt sich durch eine historisch-kritische Analyse der Texte nicht beweisen, dass das Grab leer war. Das leere Grab kann gemäß Neuem Testament nicht als historischer Beweis der Auferstehung Jesu angeschaut werden. Es wird in den Evangelien nicht erzählt, wie Jesus auferstanden ist. Es bleibt ein Geheimnis. Die legitime Frage, ob das Grab leer war, drängt sich auch nicht erst in unserem modernen Bewusstsein auf. Nein, sie bewegte die Theologen aller Zeiten. Und bestimmt ist es kein zufällig in die Geschichte eingestreutes Wunder. Ich denke aber, es ist wie so oft in der Bibel. Es geht gar nicht in erster Linie um das Wie, sondern um das Das, also dass Christus auferstanden ist. Nicht, was genau sich damals abgespielt hat, ist von grundlegendem Interesse, sondern die Botschaft. Wer mit den Methoden des Historikers an ein Phänomen herangeht, erhält eine historische Antwort. Und ebenso geht es dem Naturwissenschaftler. Versucht er, die Auferstehung naturwissenschaftlich in ein modernes Weltbild einzuordnen, fällt seine Antwort naturwissenschaftlich aus. Was aber, wenn diese Wissenschaften gar nicht für das Problem zuständig sind? Wollen wir beispielsweise wissen, warum ein Roman spannend ist? Werden wir auch niemanden beauftragen, die Menge der verbrauchten Tinte
und ihre Anordnung auf den Buchseiten zu analysieren. Oder wer sich für ein schönes Bild interessiert, der fragt auch nicht, ob Naturgesetze durchbrochen werden. Ja, wir treffen eine Vorentscheidung und klammern Gott aus, wenn wir die Auferstehung mit wissenschaftlichem Denken erläutern und erklären wollen. Für Christen fängt aber das interessante Fragen erst an, sobald sie zulassen, dass von Gott geredet wird. Im Rahmen des Studiums haben wir einen alten Science-Fiction-Film angeschaut, in dem die Geschichte eines Archäologen erzählt wird, der intensiv Ausgrabungen in Jerusalem vorantrieb, um das Grab Jesu zu finden. Die ganze Welt verfolgte interessiert die Grabungen und die Aufregung war groß, als er vor der Presse verkündete, dass er ein Grab mit einer mumifizierten Leiche gefunden hat. Es musste sich um den gekreuzigten Jesus handeln, denn der Leichnam wies die entsprechenden Wundmale auf. Fürwahr, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ja. Auferstanden? Nein. Hier liegt der tote Jesus von Nazareth. Der Glaube beruht auf einer ungeheuren Täuschung, sagte der Archäologe. Und was folgte, das war erschreckend. Die Welt veränderte sich. Alles, was an Christus erinnerte, alles, was im Laufe der Kirchengeschichte aus dem Glauben entstanden war, wurde vergessen, ausgelöscht und vernichtet. Der Priester ging in die Kirche und löschte das ewige Licht, nahm die Kerze vom Altar und bedeckte diesen mit einem schwarzen Tuch. Und zum Schluss verschloss er die Kirche. Die Kirchenglocken verstummten. Kathedralen wurden zu Garagen und Kaufhäusern umgebaut. Die Welt wurde unermesslich erschüttert. Sie wurde düster und vor allem hoffnungslos. Da nahm der Film eine Wende. Der schwerkranke Archäologe lag auf dem Sterbebett und bekannte: Ich habe die Welt getäuscht. Es war ein Schwindel. Ich habe eine präparierte Leiche ins Grab gelegt. Das Grab war leer. Ja, ein typischer amerikanischer Film. Und man mag darüber urteilen, wie man will. Aber ich kann Ihnen sagen, mich regt die Geschichte bis heute an. Wie wäre die Welt ohne den Glauben an den Auferstandenen? Das Licht der Hoffnung würde fehlen. Alles im Dunkeln der Zukunftslosigkeit versinken. Was müssten wir alles aufgeben und auslöschen? Im Johannesevangelium bezeichnet sich Jesus wiederholt als das Licht der Welt. Licht im Sinne, dass Jesus den Menschen Hoffnung auf eine verheißungsvolle Zukunft gibt. Seine Lebensweise war ein Appell an alle Menschen, in seiner Nachfolge den Weg zu erkennen, auf dem die von Hass und Habgier verseuchte Welt geheilt werden kann. Jesus wurde durch sein Werk für viele Verzweifelte und Ausweglose zum rettenden und befreienden Hoffnungsschimmer. Seine Hoffnung berief sich auf sein Vertrauen auf Gott, der als Herr des Lebens und Schöpfer aller Kreaturen seine Geschöpfe zu sich heimholt, wenn für sie die Zeit erfüllt ist. Jesus hat Licht in die Unsicherheit der Menschen gebracht, indem er den Plan Gottes und sein Heil für die Menschen offenbarte. Deshalb ist er das Licht der Welt. Daran soll die Osterkerze mahnend erinnern.
Er wirkt hoffnungsgebend für unsere Welt. Wenn in der Osterfeierlichkeit die Kerzen der Mitfeiernden entzündet werden, dann hat das symbolischen Charakter. Jesus, das Licht, gibt von seinem Licht, von seinem Frieden, von seiner Freude, von seiner Liebe, seiner Hoffnung, von all dem gibt er weiter an alle. Und so werden auch wir zum Licht der Welt. Christus appelliert damit an die Verwirklichung unseres Lebens. So gesehen ist die Geschichte ganz überraschend und zeigt uns eigentlich den Grund, weshalb sie erzählt wurde und Eingang in das Evangelium gefunden hat und noch heute erzählt wird. Und ich finde es spannend zu lesen, dass die Jünger Jesu schlichtweg nicht dazu kamen, neu zu planen, ihr Leben neu zu ordnen, einen neuen Anfang zu programmieren. Es dämmerte ihnen ganz schnell, dass sie von Jesus nicht loskommen. Sie machten die Erfahrung, dass sich ihre Enttäuschung als unbegründet erwies. Denn Jesus lebt. Und er lebt bis heute als derjenige weiter, der aus den Schriften zu uns spricht und uns die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen verstehen lässt. Jesu Tod muss nicht als Ende angesehen werden. Sein Abgang und der Kreuzestod bedeuten nicht Scheitern. Nein, er bleibt der hoffnungsgebende Wegweiser, der uns zur Einsicht verhilft. Ostern oder auf Englisch Easter bedeutet Morgenröte, Morgendämmerung. In diesem Sinn werden wir ermutigt, trotz wiederkehrenden Enttäuschungen und Ratlosigkeit immer wieder mit seiner Anwesenheit zu rechnen. Amen. Auferstehung. Amen.
lebendiger Gott, wir haben das Evangelium gehört und sehen, dass das Licht sich ausbreitet. An vielen Orten ist es noch dunkel. Darum kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich für deine Kirche überall in der Welt. Sie feiert heute überall in der Welt die Auferstehung deines Sohnes. Lass uns spüren, dass wir verbunden sind mit allen Christen und Christinnen in der Welt und dass wir für alle unsere Brüder und Schwestern Verantwortung tragen. Herr, erhöre uns. Für all die Frauen und Männer, die in dieser Nacht getauft wurden, oder die Eltern, die ihre Kinder zur Taufe gebracht haben, dass der Geist des Auferstandenen ihnen das Siegel der Hoffnung gebe, dass sie Zeugen seien in dieser Welt für ein Leben, das von Gott kommt und in Gott sein Ziel und seine Vollendung hat. Sausen sie am Tan, Aserola Satan, Salam, Kone, Christosen sie am Tan, Aserola Satan, Salam, Kone, Christosen sie am Tan, Aserola Satan, Salam, Kone. Treuer Gott, wir bitten dich für die verfolgten Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, im Nahen Osten und besonders für die Angehörigen und Freunde, die ihre Liebsten vor einer Woche in Ägypten verloren haben. Sei du bei ihnen. Danke für deine Nähe. أشكرك يا سيد الرب لأني أقف في محضرك الآن أمام مجمع قديسيك. أطلب من أجل يا رب كل المتألمين في مصر بلدي. كل المتألمين من شعب الكنيسة. الذين ذهبوا ليصلوا فلم يخرجوا أحياء من المكان أطلب تعزية خاصة لشعب يا رب الكنيسة وأسرهم والمفقودين والمجروحين وأطلب أن توقف النزيف في مصر كما أنك نزفت على الصليب لكي توقف كل نزيف فينا أطلب يا رب أن توقف نزيف الإرهاب في مصر وفي كل دولة عربية وفي كل مكان لكي يأتي يا رب مجدك على هذه الأرض وهذه الأراضي تمجد اسمك وتصرخ بكل قوة وصلنا للأعالي لاسم إله داود آمين Още се молим за починалите наши братя и сестри, богочестиви християни, тук и навсякъде. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit
und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Jesus Christus, die Kraft deiner Auferstehung durchbricht Gefängnismauern. Wir bitten dich um Freiheit für politisch Gefangene, die in ihren Grundrechten verletzt und ihrer Würde beraubt werden. Lass sie durch deine Gegenwart ein neues Fundament finden, durch dich Hoffnung schöpfen und im Glauben gestärkt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለአገራችን ለምንኖርበት ማገር ሰላምን ፍቅርን እንድሰጥልን ለምንሃለን አቡነ ዘበሰማያት ቀደስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ زللتنا عبنا يوم هدق لنا عبسانا وجيغينا كمهنناني نهدق لذا عبس لنا يتابع عنك زيوز كمانسوت الله دننا وعلى هنم كل قسم زياك ييتي من قسط حايل كبرى سواتي سلام قدس قبريين ملاك ووغزتي مريم سلام لك دنقل بليناك ودنقل بسقاك مكزيابير سباوت سلام لك بروك تأنت معنست وروك بريك ارزك تفسي فسيت عمري تسقع زيابير مثليكي سالي وصلي مرتا أبقر ولدك يسوس كريستوس كما يسرائيلنا عطاونا كما يسرنا وقزي يسوس كريستوس سرحاتي أتي واتي أتي كل زو كما يسرحاتي آمين Jesus Christus, deine Auferstehung zeigt uns, dein Leben ist der Weg, auf dem wir Menschen zum Frieden finden. Wir bitten für all die, die überall auf der Welt in Konflikten und Kriegen als Friedensstifter wirken. Gib ihrem Zuhören, ihren Worten und ihren Taten Wirkung und Kraft. Angesichts der Abgründe von Gewalt und Zerstörung, lass uns den Glauben nicht verlieren, dass dein Reich des Friedens inmitten dieser Welt wächst. Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Father, we pray for the leaders of peoples and nations, for all who exercise authority over others, that they may govern with truth, integrity, in search for the common good, and in the furtherance of your kingdom in your world rather than their own. Lord, hear us. En ce jour très saint, nous te confions, Seigneur, ressuscité, tous celles et ceux qui sont engagés et qui s'engagent au service de l'Évangile. Au cœur de notre monde tourmenté, nous avons la mission d'être les témoins de la résurrection et de la vie. Accorde-leur et accorde-nous la grâce toute particulière du courage et de la persévérance. Puisse ta fidèle présence nous rendre forts dans ce service indispensable pour tous. Nous t'en prions. Listen, Lord. We pray that we commune with you so that we may be holy
Listen, Lord, we pray that we commune with one another so that we are Catholic. Listen, Lord, we pray that we commune with the world so that we are apostolic. Thank you, Lord, for this gathering. Bless us, sanctify us. Help us, O Lord, to understand that the risen Lord is our healer, the risen Lord is our guide, the risen Lord unites the church. Bless all the denominations, all the churches who work in the ecumenical world. We remember the city, the country, the continent, and the world. As O Lord, we represent thy kingdom here. Bless us, O Lord, so that we may continue to experience your power with us. Bless the gathering. Bless all our needs. In Jesus' name we pray. Amen. Abun basumayo net ka dadishumo ti In vielen Orten feiern wir Ostern in der Nacht. Es ist die Nacht, in der das Dunkel des Todes vom Licht der Auferstehung durchbrochen wird. Die Kerze steht dafür. Die Kerze, so der Gesang dazu, deren Licht nie vergehen soll. Der Übergang vom Tod zum Leben, zu einer unverlierbaren Hoffnung. Das Licht steht dafür. Doch die Nacht ist auch die Nacht der Taufe. Hineingetauft in dieses neue Leben, in diese Hoffnung, in diese Verheißung Gottes, so stehe ich zwischen Flamme und Wasser. Feuer und Wasser, als gingen sie zusammen. Doch Gott hat seine eigenen Wege. In der Osternacht, in unserer Tradition, da nehmen wir an einem Punkt die Osterkerze und tauchen sie ins Wasser. Feuer und Wasser. So, ganz einfach. Dazu gibt es natürlich ein Gebet. Durch deinen geliebten Sohn, den Auferstandenen,
den diese Kerze unter uns in seiner Gegenwart darstellt. Durch deinen geliebten Sohn, den Auferstandenen, steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Nacht der Auferstehung, Licht im Dunkel, übersetzt, übertragen auf das, was Leben gibt, Wasser. Das Wasser der Taufe, in dem Gott wortlos sagt, ich bin Leben für dich. Denn ohne Wasser, ohne Christus, kein Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, wird nie mehr dürsten. Weil das Licht dieser Nacht in ihm fortleuchten wird, in ihr fortleuchten wird, unaufhörlich. Weil der Tod, obgleich er da ist, obgleich er Trauer verursacht, von der Hoffnung überwunden ist. Halleluja, 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 Halleluja. Ich sah ein Wasser hervorgehen vom Tempel auf der rechten Seite, Halleluja. Und alle, zu denen dieses Wasser kam, wurden gerettet und sprechen, sind nicht da. Wir werden zum Schluss also einstimmen ins Laudate Omnes Gentes nach dem Segen. Weil das ist das Lied, das uns alle verbindet. Und dann sind Sie alle ganz herzlich eingeladen zum Apero. Folgen Sie uns, wenn wir ausziehen durch den Mittelgang, und gehen Sie dann rechts oder links zum Apero. So funktioniert die Logistik hier in dieser Kirche am besten. Und dann möchte ich Ihnen noch unsere Kollekte ans Herz legen. Über das Hilfswerk der Christkatholischen Kirche, das Projekte im Mittleren Osten unterstützt für Flüchtlingsfamilien,
wollen wir helfen, dass Menschen, denen es wirklich sehr schwer gemacht wird, ein Stück weit Leben haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Lasset uns beten. Großer Gott, jedes Jahr schenkst du uns in der Feier der Auferstehung Christi Freude und Hoffnung. Lass auch uns dereinst in der Kraft deines Geistes, durch den du uns in der Taufe belebt hast, vom Tode auferstehen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und deinem Geiste. Lasset uns preisen den Herrn. Halleluja, Halleluja. Gott sei Dank. Oh.